Stadia hat eine kleine, aber feine Änderung für alle neuen Stadia-Nutzer angekündigt. Warum ihr euch also beeilen solltet, erkläre ich euch im heutigen Video und damit herzlich willkommen bei State of Stadia. Als neuer Stadia-Nutzer bekommt man seit Anfang April 2020 nach der erstmaligen Registrierung 2 Monate lang die Stadia Pro-Mitgliedschaft kostenlos geschenkt. Völlig kostenfrei. Also 2 Monate Stadia Pro ohne einen Cent dazu zu bezahlen. Denn normalerweise kostet das Abo ja 9,99 Euro und dafür erhaltet ihr Zugriff auf die monatlichen freischaltbaren Games, ihr könnt von preislich reduzierten Spieleangeboten profitieren und genießt Stadia in 4K-Auflösung und außerdem in Top-HDR-Qualität. Doch ab 3. Juni 2020 werden alle neuen Nutzer nur noch einen kostenfreien Monat zur erstmaligen Registrierung dazu bekommen. Damit gleicht Stadia sein Angebot an die üblichen Testzeiträume anderer Dienste wie zum Beispiel Netflix an. Was heißt das nun aber für euch? Falls ihr mit dem Gedanken spielt, Stadia zu nutzen und euch bisher noch nicht registriert habt, dann beeilt euch und macht das vor allen Dingen bis zum 2. Juni 2020, denn somit sichert ihr euch noch 2 volle kostenlose Monate der Pro-Mitgliedschaft. Denn ab 3. Juni gibt es dann nur noch einen Monat for free. Soweit das kleine Update für heute. Falls ihr Fragen habt, dann ab damit in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. State of.